So, da sind wir wieder. Was bist du hier eigentlich? Du bist. Ach so, genau. Eben, das ist ja gar keine MyTest-Aufnahme. Das war ja meine Testaufnahme nach dem Upgrade auf Ubuntu 22.04. Dann ist das ja für heute gerade mal erst die vorletzte Aufnahme. Das ist ja eben, da kommt ja dann noch eine Folge. Bin ich ja hier komplett out of sync geraten. What? Oh. Gut, dann ist das erstmal nicht die vorletzte, nicht die letzte Folge, sondern die vorletzte Folge von MyTest. Ja, trotzdem herzlich willkommen zurück. Wir machen weiter mit der, ja, vorletzten Folge. für mich für heute. Für euch ja sowieso wahrscheinlich nur eine Folge pro Tag. Weil das Uploaden nicht schneller geht, also nicht viel schneller geht. So, da sind wir wieder. Genau, so wir haben jetzt hier mal einen Öfen gebaut. Und da haben wir festgestellt, dass die beiden Öfen zusammengenommen den mittleren Ofen quasi ablösen. Ne, das hier ist ja unser normaler Ofen. Das Ding hier ist quasi einer der Rohstoffe. Schneller schmelzen kann, doppelt so schnell, dafür aber nur Rohstoffe schmelzen kann. Und das ist einer, der Lebensmittel doppelt so schnell verarbeiten kann, also Fleisch zum Beispiel, dafür aber nur Lebensmittel verarbeiten kann. Ja, good to know. Upgrade Gear, hätte ich auch nochmal nachgucken können, was das Ding eigentlich macht. Aber es gibt da auch hier innerhalb, es gibt auch innerhalb von Mindclone diese Hilfe, ne? Das hier zum Beispiel. Nee. Gibt's das? Ja. Nein. Doch. Helpform. Ah. Ah, nee. Ach, hier, genau. Über das Inventar war das erreichbar. Das Ding hier. Blöcke, Werkzeuge und Waffen. Werkzeuge, da brauchen wir den. Diamantschwert. Achso, das ist die Art von. Was? Grundlagen? Blöcke. Upgrade-Ding hieß das Ding. Ach, das ist ja hier gar nicht nach Alphabet sortiert. Upgrade Dingsda. Ich sehe nichts, was mit Upgrade beginnt. Das sind ja aber auch alles deutsche Titel. Vielleicht. Aber gut, im Deutschen sagt man ja auch Upgrade. Verstehe ich nicht. Einträge anzeigen. Zollantragliste. Ne? Sonstige Gegenstände. Sehe ich auch nichts mit Upgrade. Fortgeschrittenes. Keine Ahnung. Vielleicht werden wir das irgendwann mal herausfinden. Sieht sehr abenteuerlich aus. Hä? Okay, ja, was ich am Ende der letzten Folge gesagt habe, war dämlich. Das Ding hier hat ja ein normales Inventar. Der hier hat das mit diesen drei komischen Dingern, die so komplett gar nichts verraten. Weißt du was? Komm, da gucken wir da auch noch mal nach. Minecraft Upgrade. Okay, da ist Will Smith mit dabei. Ist das Smith Job? Smart Blocks that generates in villages and can be used to upgrade Diamond Gear into. Oha. Ah. Das heißt, ich brauche die, also damit kann ich Sachen aus, also ich kann quasi Diamantwerkzeuge nehmen. Irgend so ein komisches Material, was es wohl im Nether gibt, also in der Hölle.
Und kann das dann nutzen, um das dann in dieser Box zu upgraden. Ja gut. Netherite. Auch ein witziger Name. Okay. Gut, das heißt, das Ding brauchen wir noch gar nicht. Nett. Okay. Nett to know. Tatsächlich sehr interessant. Wirklich echt voll, bin ich krass korrekt. Gutchen. Das heißt, wir können die Sache einfach da so lassen, wie sie sind. Und wir werden uns jetzt endlich mal um das Dach kümmern. Okidoki. Wir haben ja ganz viel Holz. Ich habe natürlich alles abgelegt. Krass korrekt, Ronny. Echt krass korrekt. Ich räume erstmal die Sachen hier weg, die ich nicht mehr brauche. So. So. Okay, und jetzt sind wir ganz viel Holz. Das Dschungelholz. Ich guck mal dieses Fichtenholz, was davon dunkler ist. Du bist sehr dunkel. Und du bist so mittelmäßig dunkel. Nee, doch, wie nimmt das? Das sieht doch besser aus. So, wie viel brauchen wir davon jetzt eigentlich? Wir haben 1, 2, 3, 6 Flächen mit jeweils 6 mal 6 Feldern. Okay. So. Hallo? Das heißt, wir machen ganz viele schöne 36er Stacks. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ne, 72 geht ja nicht auf ein Stack. Das heißt, anders einteilen bringt eh nichts. Achso, siehst du, bei dem einen brauchen wir weniger, weil da ja die Treppe hin soll. Da müssen wir gucken, wie wir die Treppe noch umbauen. Gut, dann lasse ich erstmal, brauche ich erstmal nur 5. So, das heißt, das Ding lassen wir erstmal frei hier. Dann brauchen wir statt 216 bloß 180. Sparen wir quasi ein bisschen. So. Ich weiß übrigens noch nicht, ob ich da von unten dann noch eine halben Slab ransetze als Art Decke. Weil es ja gerade bei den Fenstern denn sehr geil aussieht. Ne? Das gleiche optische hatte ich ja auch mal ich weiß gar nicht, bei dem Creative Server hatte ich ja so ein Haus gebaut, wo ich auch die Decke so einen halben Slab herabgehängt habe. Was dann auch optisch halt sehr geil aussah. Weg mit dir. Ist ja alles abgezählt. Oh mein Gott. Perfekt. Nicht runterfallen. Oh mein Gott, ich habe auf einmal Höhenangst. Holy moly. Achso, hier kann ich gar nicht hingehen. Gut, dann mache ich mal so hier. Geht hier nicht ganz so effizient. Schissel de Dizzle. Hallo? Perfekt. Just perfekt. Sind jetzt hier alle anders rotiert? Nee, ne? Nö, okay. Ja, okay. Alles gut. Alles gut. Dachte schon, jetzt je nachdem, wie rum ich die ranbaue, sind die Blöcke alles rotiert. Was ja bei meinem Testgame, glaube ich, der Fall ist. Aber bei meinem Klon scheint das wohl nicht so zu sein.
Komm jetzt. Ich klatsche dich gleich weg hier. Nein! Das war klar. Ich musste auch genau über dem Loch stehen bleiben. Das war klar. Ich musste auch genau über dem Loch stehen bleiben. Das war klar. Ich musste auch genau über dem Loch stehen bleiben. So. Danke. Hey, da, da. So, wie gesagt, hier müssen wir mal gucken, wie wir genau die Treppe bauen. Ich würde die Treppe tatsächlich hier hinten an der Wand hochziehen. Oder vielleicht so rum. Oder, nein, die muss eine Wendeltreppe sein, weil eine normale Treppe kriegen wir hier von der, vom Platz nicht rein. Ich habe bloß 6. Obwohl, vielleicht doch. Nee. Ah, nee, nee. Wir müssten ja hier mit der, also hier müssen wir mit der Treppe anfangen, damit wir hier rauskommen. Das heißt, wir müssten hier eine Treppe hinsetzen, dann da eine Treppe hinsetzen, dann da eine Treppe, da eine Treppe und dann müssen wir hier eine Treppe hinbauen. Das heißt, eine normale Treppe nach oben geht nicht. Mit Slabs erst recht nicht. Das heißt, wir müssen hier irgendwie um die Ecke gehen. Ist völlig klar, ist völlig natürlich. Ja, da wäre jeder drauf gekommen. Dann machen wir das auch mal. Das heißt, wir brauchen ganz viele Treppen. Die machen wir die aus Stein? Aus. Ich mach die aus normalen Holz, ne? Hier so, also dem Apfelbaumholz da. Gedingsgedöns. Oder wollen wir ganz viel mit Akzenten spielen und wollen da dieses dunkle Holz nehmen, dieses. Ach, hier ist es ja. Hier, Fichtenholz. Wieso habe ich Fichtenholz mit dabei? Egal. Wobei, nee, das ist zu dunkel. Nee, ich glaube, wir machen das einfach mit dem normalen Holz hier. Das passt optisch schon am besten. So, wir brauchen jetzt ganz viele Treppen. Draußen ist wieder dunkel. Aber hier drin schaut uns das ja nicht. Vor allen Dingen haben wir auch ein Dach. Jetzt können also keine Monster reinfallen, höchstens da. Aber die Fläche ist sehr klein. Ich denke mal nicht, dass jetzt hier noch Monster... Warum fehlt dir eine Fackel? Warum fehlt da eine Fackel? Ein Enderman kann es nicht gewesen sein. Erstens kommt hier keiner rein. Und zweitens, wenn die Endermänner... Alter, hier ist ja alles kreuz und quer. Die Melonen wachsen ja, wie sie wollen. Okay. Dann... Das ist ja dämlich. Ja, YOLO. Gut. Wir machen... Da. Nee, wie gesagt, ein Enderman. Die griefen ja, glaube ich, nicht. Ansonsten müsste ja auch unsere gesamte Landschaft hier vorne zerstört sein. Wenn die Endermen irgendwelche Blöcke versetzen würden. Und wie gesagt, die können hier auch nicht rein. Und hier drin spawnen tun sie auch nicht. Wo ist eigentlich der Hund, der hier drin gespawnt ist? Ist der wieder rausgegangen? Oder ist der verreckt? So, ist ein bisschen heller hier drin. Schon gleich angenehmer. War ja richtig dunkel da drin. Da hast du ja Angst bekommen. Gut. So. Genau, oben kann ich auch gleich mal ein paar Fackeln hinstellen. Da dürfte es jetzt auch duster sein wie beim Schuster. Oh, geht ja. Oh, machen wir hier eine schöne Fackel hin. Machen wir hier eine schöne Fackel hin. Da eine schöne. Oh, die war jetzt ein bisschen falsch platziert. Ich wollte eigentlich da eine hinmachen. Wobei, das hier bleibt ja eigentlich offen, ne? Da soll ja eigentlich nichts mehr. Das soll ja hier ein großer Raum sein. Oder? Hat wir uns auf irgendwas anderes verständigt, geeinigt, so rum? Keine Ahnung. Ja, gut. Gut, wir wollen jetzt die Treppe. Ich weiß nicht, wie wir genau die anfangen sollen. Wir brauchen ja, erstmal Treppenstufen hier, goddammit. So, Treppenstufen, ganz viele. Wir brauchen erstmal noch mehr Holz. Machen wir hier dich rein und dann machen wir dich auch noch komplett hier weg. So, und jetzt brauchen wir 10, 10, 10, 10 und nochmal 10. So, da haben wir 40. Ist viel zu viel, schätze ich mal. Aber vielleicht können wir später noch für andere Sachen gebrauchen. Danke dafür. So,
Jetzt wird's spaßig. Ich würde mal sagen, wir machen. Ja, irgendwie ist überhaupt 40. Ich habe gerade mit der doppelt breiten, also mit einer zwei Block breiten Treppe gerechnet, aber mache ich ja gar nicht zwei Blöcke breit. Das wäre viel zu breit für hier. Oder? Wir probieren es mal. Ganz ehrlich, wir probieren es mal mit Gemütlichkeit. Das heißt, wir bauen da. Ich brauche noch mehr Holz. Ich mache erstmal mit Dirt. Damit ich da überhaupt was habe, wo ich die Dinger aufbauen kann. Ach, Alter. Das ist ja hier schlimm, ey. Brauchst du ja hier Sicherheitsausrüstung. So. Nee, so. Scheiße, bin ich da voll im Weg. Oh, leck mich doch. So, die kommen da hin, also kommen die Blöcke hier hin. Ungefähr so. Perfekt. So, die nächsten kommen jetzt hier auf die Höhe. Das heißt, ich brauche einmal Erde und nochmal Erde. Bam. Ach, scheiße, jemand, jetzt komme ich hier nicht mehr hoch, ne? Ah. Was ein grausames Schicksal. So. Bam. So, jetzt kommt die hier auf die Höhe. Obwohl ich jetzt zwei breit gegangen bin, kann ich hier keine Treppen hinsetzen, sondern hier muss jetzt eine Ebene sein. Das heißt, wir brauchen hier. Beziehungsweise ich kann hier auch Slabs hinsetzen. Macht das irgendeinen Sinn? Wie würde ich denn hier weiter wegkommen? Ich meine, wenn es hier auf der Höhe hier ein Slab wäre, dann könnte ich direkt hier eine neue Treppe hinsetzen. Dann geht es ja auch direkt wieder. Ja, doch, das macht voll Sinn. Das heißt, ich brauche vier Slabs. Zwei habe ich ja schon. Wir kriegen natürlich wieder sechs. Ganz klarer Fall. Danke für das zu viel bauen. Voll die Wegwerfgesellschaft hier. Merkt ihr, ne? So, jetzt muss ich. Müssen wir, ne? Müssen wir aber. Jetzt müssen wir voll hier. Ich bin. Nee, es geht ja gar nicht. Ach, das geht ja gar nicht. Ach, das geht ja gar. Nee, geht ja. Nee, geht ja gar nicht. Ne, wir hier jetzt ein Slab hinbauen, dann wäre hier eine riesen Lücke zwischen. Und hier ein Slab ranbauen, dann wäre es ja genauso für die Treppe. Bringt ja gar nichts. Macht überhaupt keinen Sinn, was ich hier mache. Alter, was ist denn los mit mir? Bin ich auf Drogen? Nur so macht Sinn. Jetzt haben wir aber das Problem, wie gehen wir von hier aus weiter? Aber wenn ich jetzt hier eine Treppe ransetze, sieht es dämlich aus. Warum? Ganz einfach. Weil wenn ich jetzt hier eine Treppe ransetze, bam, und dann wäre ja hier auch noch eine Treppe. Guckt mal. Okay, geht sowieso nicht. Ich muss da noch eins hoch. Ne, da hätte ich jetzt erstens ist hier Konflikt und zweitens wäre die Fläche hier nicht mehr 2 mal 2 Blöcke groß, sondern 2 mal 2,5 Blöcke groß, weil hier die Schnittstelle bis da hinten geht. Das heißt, ich müsste hier quasi noch einen halben Block runter. Sprich also, ich bräuchte hier so ein Viertel-Ding, was man hier so hinten einfach so ranlegt. Versteht ihr, wie ich meine? Aber sowas gibt es in Minecraft gar nicht. Also in Minecraft allgemein. Das heißt, egal wie wir es machen, es kann, diese Fläche hier kann nicht quadratisch sein. Sie ist entweder nach hier vorne zu lang oder zur Breite hin zu lang. Das ist sehr deprimierend. Actually. Kann ich das irgendwie umgehen? Ich könnte einen Slab. Nee, geht auch nicht. Oh, Mann. Hirnschmalz. Es brennt in meinem Kopf. Nee. Warte mal kurz. Vielleicht gibt es ja mittlerweile Blöcke, die ich noch gar nicht kenne.
Was gibt es denn hier so alles? Wir haben die Vollblöcke. Wir haben die Treppen und wir haben die Slabs. Aber irgendwas anderes als. Ach, guck mal, doch, ja. Achso, die sind diese Mauerdinger, die brauchen wir auch nicht. Damit können wir auch nichts anfangen. Ja, nee. Gibt's immer noch nur die Slabs und die Treppen. Scheiß die Wand dann. So eine Dreckskacke, aber auch. So eine verfluchte Sülzenscheiße, aber auch. Was zum Abgef. Okay, so gut jetzt. Ja. Ja, vor allen Dingen ist halt blöd, dass halt die Textur halt mit denen ausgerichtet ist. Und nicht mit denen. Und das Problem würden wir nur wegbekommen, indem wir die ganze Treppe rotieren. Aber das würde halt scheiße aussehen. Weil so ist die Ecke genau, die Treppe genau in der Ecke von dem Haus. Wenn wir die Treppe hier lang rotieren lassen, sieht es scheiße aus, weil sie hier einfach mitten ins Zimmer reingeht. Hier um die Ecke hätten wir das gleiche Problem. Und hier um die Ecke bauen, da hätten wir auch das Problem, dass hier halt unten mitten ins Haus reingeht. Und dann, weil wenn man nach unten geht, man gegen die Wand rennt. Also es geht nur in die Ecke. Alles andere macht architekturtechnisch einfach keinen Sinn. Oh ja, müssen wir damit leben. Dann ist das halt so, wie es ist. Schade. Echt ja mal schade. So, hier unten machen wir wieder Holz hin. Oh, da fehlt die Treppe. Ups. Und zwar machen wir hier Vollholz. Ich mache mal auch noch hier so Vollholz. Und das da können wir so eigentlich so als kleine Nische lassen, ne? Genau, ab da können wir so eine kleine Nische lassen. Ich muss nur gucken, dass wir hier weiter hochbauen und dann da noch weiter hochbauen. Beziehungsweise ab da können wir auch wieder komplett dicht machen. Als Vollprofil quasi, ne? So, jetzt muss ich nur noch hier. Geht das? Das war der falsche Block. Geht das? Ja, das geht. Okay. Voilà. So. Jetzt brauchen wir hier noch irgendwie eine Art Gerüst, eine Art Gitter, dass man bei der Treppe nicht so weit runterfallen kann. Da haben wir nur Leitern. Nee, müssen wir erstmal Zäune bauen. Warum haben wir so viele Stöcker? Ah ja, wo man ja beim Abbauen der Bäume so viele Stöcker bekommt. Wie war das? Einmal so, einmal so, einmal so, einmal so und dann in der Mitte Holz. Da bekommt man. Ah nee, genau andersrum. Ach, scheiße. So, bekommt man 3 Stück. Wie viel brauchen wir? 6 ist so wenig, ne? Ich mach mal 12. 12 klingt richtig. Haben wir noch welche? Irgendwo. Ne, haben wir nicht. Okay. So, dann müssen wir mal gucken. Also ich hätte gerne. Nee, ich glaube, 12 ist doch zu wenig. Ich hätte gerne hier. Ja. Lasse ich die Leiter einfach bis nach ganz oben gehen? Macht das. Doch, das macht Sinn. Gut, das heißt, ich brauche denn hier noch. Zwei Leitern in die Höhe. Das heißt, ich brauche hier nochmal 6 Leitern. Und dann hier ein bisschen auch nochmal 6. 1, 2, 3. Also nochmal 12 Leitern. Oh, ist das schöner Sonnenaufgang hier. Tja, leider ist unser Haus ein bisschen falsch rotiert, ne? Es wäre halt noch geiler gewesen, wenn die Sonne genau da aufgeht. Aber da haben wir halt nur vom Strand, ne? Das heißt, das Haus in die Richtung zu bauen, wäre halt schwierig gewesen. Naja, was soll's. Aber oben haben wir komplett Glas. Ich weiß nicht, ob ich komplett Glas mache oder auch nur die vordere, also so wie hier halt, so auf der Länge. Muss ich noch gucken. Aber so oder so kann man auf jeden Fall auf der Seite hier rausgucken und dann hat man hier schön Sonne. Das passt also schon irgendwo. Und wichtig ist vor allen Dingen halt die Aussicht auf den Strand. Ist ja noch schöner. Ist ja noch wichtiger, meine ich doch. Weil Sonnenaufgang hat man nur morgens.
und so ein Untergang ist nur abends. Das heißt, da baut man ein gesamtes Haus mit Architektur, um, weiß nicht, eine halbe Stunde am Tag zu genießen, vielleicht auch eine ganze Stunde. Und der restliche Tag ist dann verschenkt. Aber aufs Meer hinaus gucken kannst du den ganzen Tag. Oder in dem Fall auf den See. Ja, da hast du wesentlich mehr Freude dran. So, jetzt wollen wir erst was gucken hier. Wir wollten, was soll ich denn gerade bauen? Zäune. So, da haben wir. Ich habe viel zu wenig Holz. Ich brauche noch mehr Holz. 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 Gib mir mein Holz. Holz, Holz, Holz. Wir haben kein Holz mehr. Are you fucking kidding me? Wir haben kein normales Holz mehr. Oh, da muss ich wohl Bäume pflanzen. Da müssen wir wohl Bäume pflanzen. Saplings haben wir zum Glück mehr als genug. Ich nehme auch mal, die ganzen Stöcker können alle wieder weg. Ein Stack reicht vollkommen aus. Dschungelholz kann weg, das kann weg. Das kann da bleiben, das kann weg und das kann weg. Eine Axt haben wir keine mehr. Schade. Du kannst da rein. Von hier können wir dann das hier mitnehmen und noch ein paar nachmachen. Und wir brauchen noch ein paar Äxte. Also wenigstens so zwei. So, Stöcke haben wir ja. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bam, 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 bam. So, Axt Nummer 1 und Axt Nummer 2. Weißt du was? Da wir jetzt sowieso wahrscheinlich beide Äxte brauchen, packe ich die auch beide gleich direkt in die Slots rein. Ja, die Axt ist auch schon fast weg. Kann ich hier gleich auch nochmal Spitzhacke bauen. Und die andere wegschmeißen. Und wenn ich die eh wegschmeiße, kann ich doch gleich so machen. Brauche ich nicht extra rausrennen. So. Okay. Du kommst da rein. Und dann pflanzen wir mal ganz viele Bäume und bauen sie gleich wieder ab. Ist doch geil. Was ist denn hier eigentlich los? Oh, sieht doch gut aus. Perfekt. Simply perfekt. So. Was machst du denn hier? Tuckelt das Ding hier einfach bei mir am Haus rum. Ich glaub's ja. Alter. So weit kommt's noch hier, ne? Brauchen wir bald ein Haus aus Obsidian oder sowas. Ach komm, kein Bock, so weit zu rennen. Wir pflanzen direkt bei uns die Bäume an und dann fällen wir die gleich direkt. So, das heißt, wir brauchen einmal das, einmal Linksklick. Nee, Linksklick war offensichtlich falsch. Aha. Warum verbrauche ich beim Raufklicken kein Bone Meal? Das macht ja inhaltlich überhaupt keinen Sinn. Ich verbrauche quasi immer einen halben Bone Meal oder was. Bei jedem zweiten Klicken wurde es eins weniger. Das ist ja dämlich. Also nicht dämlich, ich meine, es ist cool. Können wir öfters klicken. Aber es macht halt, ne? Schon ein bisschen verwirrend. So, wir nehmen mal hier eine ordentliche Menge hier so bam. So, haben wir noch ein paar Knochen übrig. Falls wir damit Hunde abwerfen wollen. Bin verwirrt. Boah, Alter, das war aber gerade eine Menge Saplings. Da vorne ist schon wieder so ein Kackdings. Was wollen die hier? Erstens, warum spawnen die am Tag? Zweitens, warum spawnen die überhaupt hier? Weg hier. Das ist meine Gegend, Alter, das ist meine Quip. Reicht schon, dass sie immer wieder Endermen da rumrennen. Jetzt wollen die auch nur immer andere irgendwelche Creeper. So, 54. Okay, ist immer unterschiedlich, ob. Okay, das Bone Meal macht für mich überhaupt keinen Sinn.
Manchmal verbrauche ich drei, bis er einmal eins abzieht. Manchmal verbrauche ich nur eins, bis er direkt eins abzieht. Ganz kurios, ganz kurios. Ja, jetzt waren es heute drei Klicks. Jetzt sind wieder. Jetzt waren es sogar vier Klicks. Alter, what the fuck? Hä? 9 und 19. 9 und 19. Ich dachte, man kann die Rinde abmachen, aber wir bekommen gar keine Rinde. Was ist das für ein Holzblock? What the fuck? Ja, aber wieso haben wir keine Rinde bekommen? Ich bin dezent verwirrt. Das ist ja mal sehr interessant. Das ist ja mal hochgradig interessant. So, weil ich jetzt gerade keinen Kippbock habe, hier andauernd, ne, die jetzt immer zwischen den Modus zu wechseln, pflanze ich jetzt hier ein paar Bäume hin. Einmal so, einmal so, einmal so und einmal so, einmal so. Gut, das ist wahrscheinlich genauso lang, wo ich immer hinterherrennen muss. So, bam. 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 So, und jetzt kann ich hier alle mit einmal köppen hier. Schwupps. Schwupps. Oh, ist sogar ein großer Baum geworden hier. Sehr nice. So. Jetzt kann ich den ganzen Stuff mit einmal einsammeln. Kein Wunder, dass wir so viele Stöcker haben, so viele Stöcker wie gedroppt werden. Könnten ruhig mal etwas mehr Äpfel droppen hier. Äpfel bekommen wir viel zu wenig. Wie viel haben wir bekommen? 2. Wow. Welche. Und gerade mal 50 Holz. Ist doch nicht so viel. Ich glaube, wenn wir irgendwo in einen Wald rennen, haben wir doch eine etwas höhere Ausbeute. Er ist ja hier echt armselig. Armselig! Mach mal so. Ja, mach quasi im Kreis. Unser Bummel ist auch bald weg. So. Na, ich hab schon. Aber schade, dass man da keine Rinde bekommt. Dass man irgendwie die Rinde, ich weiß nicht, irgendwelche optischen Sachen noch nutzen kann. So als Art Teppich oder ja, sowas halt, ne? Gibt ja diese komische Carpet-Dinger da. So, wir haben gerade eben wieder einen Apfel bekommen. Ist ja bei 4 Bäumen ein Apfel. Das ist ja quasi schon. Wow. Ja. Da sind die normalen Äpfel ja quasi seltener als die goldenen Äpfel. Wenn man sich das mal vorstellt. So, wir haben noch 2. Ich mach mal unser Baummehl, mache ich mal einmal alle. Ja. Solange wie wir noch unser Baummehl da haben, mache ich das Ganze jetzt auch nochmal hier ein paar Mal. Und dann soll es das aber auch erstmal gewesen sein. Das dauert mir nämlich einfach zu lange. Oh. Wir sind auch schon wieder jenseits der 30-Minuten-Grenze. Oh, ein Apfel. Ich nehme alles zurück, lieber Apfelgott. Beschenke mich noch mehr. Ich brauche mehr. Wobei wir noch nie einen Apfel gegessen haben, ne? Das sollte man direkt mal ändern. Komm. 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 Und komm. So. Haben wir direkt etwas für unser Health getan. Komische, borkenlose Bäume hier, ey. Vor allem, weißt du, du bekommst keine Rinde,
und kannst damit die Rinde auch nicht mehr ranmachen. Wenn du das aus Versehen gemacht hast, du kriegst daraus keinen normalen Eichenholzblock mehr, oder? Ob siehst du damit jetzt eigentlich irgendwelche anderen Zutaten bekommen? Kann man daraus jetzt irgendwas Schönes bauen? Was ist denn das hier? Ein Barrel. Das muss ich mal probieren. Da werden wir gleich mal unsere komischen beliebige Holzplatten los. Da werden wir auch gleich mal unsere beliebigen Holzplatten los. Wow. Komposter. Hat mich gerade der Hund weggeschoben? Was kreiselt denn da rum? Achso, ein Zeppling. Okay, das hier werden wir auch mal bauen. Komposter. Converts organic items into bone meal. Gut, die Frage ist, lohnt sich das für uns, so viele Skelette, wie wir mal erledigen? Lohnt sich das wirklich? Eigentlich nicht. Was ist das hier? Mechanismus-Truhe? Kann zu einer großen Truhe kombiniert werden. Sendet ein Redstone-Signal beim Öffnen. Ah, okay, geil. Cool. Da kannst du dann so Fallen bauen und sowas, ne? Ah, genau, da haben wir jetzt die normale Holzrinde. Da kann man nicht wirklich viel mitmachen. Ja, nee, kannst du gar nichts Besonderes mitmachen. Und das hier? Ah, nee, so. Achso, kannst du gar nichts mitmachen. Wow. Hä? Whatever. Ja, nee, das war's. Ja, nee, damit kann man überhaupt nichts Besonderes machen. Ja, sehr schön. Das ist ja befriedigend. In Klammern nicht. Du noch da? So und so und so und so. Oh, noch einmal. Nein. Okay. Alter, ein Baum mit zwei Äpfeln. Das ist ja schon, what the fuck. That escalated quickly. Gut schön. Holz eingesammelt, wie viel Holz haben wir? Naja, gerade, na doch, fast zwei Stacks. Das geht ja. Also reicht fürs Erste zumindest wieder, ne? Darum ging's ja. Gut schön, würde ich mal sagen, machen wir mit der Folge jetzt mal wieder Feierabend und sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Wenn es denn dann heißt, letzte Folge für diese Woche. Für mich. Wie gesagt, morgen mache ich wahrscheinlich ETS, also Eurotruck Simulator. Oder gar nichts. Mal gucken, wie ich mal Bock habe. Da es ja jetzt schon spät ist. Wobei so spät ist, gerade mal 11:30. Sagt man das? 11:30? Auf jeden Fall seht ihr unten hier 23.30 Uhr. Seht ihr nicht. Jetzt seht das. 23.30 Uhr. Es ist ja also spät. Gut, egal, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich mach jetzt für die Folge, ne? Bis zur nächsten Folge. Was auch immer. Ciao.